So, beim letzten Mal ist dieses seltsame Buch in unserem Dachbodenzimmer aufgetaucht. Nee, nicht dieses Buch. Dieses Buch. Der Pukerprinz. Sokrates, was meinst du? Klingt das interessant? Soll ich das mal lesen? Keine Antwort ist auch eine Antwort, aber egal, ich habe Lust, der Pukerprinz zu lesen. Deshalb schauen wir uns das Ganze mal an und starten unseren zweiten Charakter in Odins Sphäre. Der Pukerprinz. Mitunter ist das Schicksal wie eine Fallgrube, die sich plötzlich unter den Füßen öffnet. Man weiß es nie, ob das Morgen genauso sein wird wie das Heute. Sehen ging dahin verloren, ebenso leicht wie eine Münze. Cornelius, are you going to the forest again? You've changed recently. I thought you would have learned to be responsible, but you are still immature. No matter how fascinating that girl in the forest is, remember, you are a prince. Be reasonable and stop acting like a fool. Your Majesty, the prince merely wishes to sow his wild oats while he retains his youth. Stay out of this, you court jester. Calling the royal sorcerer a fool is quite harsh. Father, as I have said, 'tis no mere game or jape. My feelings are genuine. I told you what happened to your uncle. Do you recall? Are you saying you wish to commit the same mistake? My brother loved a common girl from the village and was disowned by the king. After suffering that humiliation, and fleeing the country, he fell ill. Father, this is different. The woman I love is no low-class commoner. I do not believe she is unfit for royalty. A kingdomless princess. What did she expect of you when you first met? Father, please stop insulting her. You may be my father, but I will not hear her impugned. Cornelius, I know of another princess, more beautiful, more honorable, wealthier. Let your princess of the forest know my feelings. Regardless of what you say, my mind is made up. If you do not approve, I shall abdicate my heritage. Cornelius, wait! Your Majesty, the prince will eventually come to his senses. Perhaps we ought to leave him be for now. Where am I? Where is this? Oh! What's happened to me? My body. My ears. I'm a beast. What in the world? Is this all a dream? No. This gloom. It chills me down to the bone. This is all too real. This place, it's so strange. It's entirely devoid of life here. If the stories of the Netherworld are true, then this is surely it. I have to find my way back. Back home to Titania. I must return to the princess. Hold. Huh? Your sect. Are you not Titanian royalty? Aye, so I am. I am Prince Cornelius. When I woke up, I was like this.
Cornelius. I cannot see, but I know. Yes, surely, tis you. This fearful voice that speaks to me from the darkness. Who are you? Even if I told you, you would not believe me. Do not approach me. My flesh is merely a banquet for maggots and other filth. If you saw my body, your very soul would tremble, and your blood freeze. Take that. You shall find it useful. As Prince of Titania, tis your responsibility. That sword may eventually make my identity known. What do you want of me? Do you know what has happened to me? Go now. If you do not wish misfortune to haunt you forever, aim for your home, Titania. Your destiny awaits there. Wait! Please go. Let me rest. He's gone. Tis a dream, an illusion. I'm still asleep in bed. Please let it be a dream. Let me wake from this nightmare and be greeted by the sun's warming rays. But I have no choice. I must continue. Handsome Dude turns into Bunui. Barmut hat's schon gut erfasst. Das letzte Level von Gwendolyn ist das erste Level von Cornelius, dem Puka-Prinzen. Und wir müssen uns jetzt natürlich... er hat den Zelda 2-Move, er hat den Helikopter-Move. Und er kämpft etwas anders als Gwendolyn. Aber grundsätzlich sind sie sich schon noch recht ähnlich. Beide eher Melee-Fokus. Das wird beim dritten Charakter zum Beispiel eher nicht der Fall sein. Der dritte Charakter wird sehr Magie-fokussiert sein. Und, aber das ist noch Zukunftsmusik. Genau, passt das jetzt von der Lautstärke hier? Naja, was geht? Ich mach's ja immer ein bisschen lauter für die Cutscenes. Prolog-Tag 3? Kriegen wir direkt wieder eine Cutscene jetzt auf? I must speak with you. It is an urgent matter. Please wait for me at our usual spot. I would like to finally shake the indecisiveness I have held for so long. My love, I shall speed towards you, quick as the wind. Prince Cornelius. Kein Problem, wir können schon speichern, wollte ich sagen. Was zum? Das war doch nicht das erste Level, oder etwa doch? Keine Ahnung, es geht bestimmt gleich weiter. In der Unterwelt Endelphia. Nee, okay. Wir dürfen spielen, Hallöchen. Ja, Alterchen, was geht? It hurts, it hurts! The pain won't go away, even if my flesh rots off! If I could only pass out from the pain, then it would briefly go away. But relief won't come. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich war heute beim Zahnarzt. Where is it? My poison blade. Weiß nicht. Ich find it for me. Ich hab keine vergiftete Klinge. I have prayed for forgiveness. But there is no salvation. Nicht so viel rauchen vielleicht im nächsten Leben. Okay, die reden alle wahrscheinlich irgendwie das gleiche. Das ist ein Verkäufer. Ich denke, wir haben halt kein Geld. Von daher, was sollen wir hier kaufen? Lass trotzdem zur Unterwelt an Delphia gehen und erstmal gucken, was hier abgeht. Im ersten Level, im Land der Verzweiflung, des Elends. I sense signs of life in this land, ruled by carnage and destruction.
Be this a trick? Can I hope? Alas, I have naught to lose. All I feel now is resentment and hatred. I have lost any compassion I once had. You, walking skeleton, stop right there. Who are you? I do not remember names. Who are you, aimlessly roaming this land? What purpose do you have? Spirits and goblins shall find you and tear your tender flesh to ribbons. What do you suggest I do? You, do you wish to leave here? In order to do so, 'tis necessary to receive permission from the Queen. Let me guide you to her. But in compensation for my services, I ask you to take me with you when you leave. Agreed? How greedy of you. I cannot promise your safety. Now come, and be quiet. Or else, they will gather. What are you doing? Stay close to the candle. Without light, you shall not be able to see the ghosts. Die Geister fürchten das Licht, wie auch wir schon gelernt haben. Bitte die Königin der Toten, der Unterhalt meine Audienz. Bin mir nicht sicher, ob das sicher ist. Okay, Schimmerschein gibt's umsonst, das ist schon mal gute Sache. Können wir gebrauchen. Und wie ich sehe, brauchen wir das direkt, weil wir irgendwie... Ah, okay, wir kommen irgendwie schon gegen die klar. Ich könnte trotzdem eine Flashbang werfen, wenn wir schon eine haben. Zack! Wir nehmen ja instant Schaden dadurch. Aber ist jetzt, denke ich, auch nicht notwendig. Wir können wieder mit Jongleur rumspielen, wenn wir schon so viele Knochen bekommen. Da sind Gegner. Ich sehe auch gerade, man sieht hier auf der Karte. Als rote Kreise, leider wieder nur A-Rang. Ich würde nicht sagen, Cornelius ist schwerer zu spielen als Gwendolyn. Er hat einfach nur weniger Tools als Gwendolyn. Gwendolyn hat halt ihre Flügel und ihre superschnelle... halt, wenn er die Taste gedrückt hat und dann den Stick drückt, oder den Steuerkreuz, macht Cornelius halt den hier. Und Gwendolins Attacke hat auch mehr Reichweite und sowas. Gibt trotzdem mal her. Ich meine, dieses Schwert ist offensichtlich auch aus Phospholyt-Kristallen. Oder aus Phosonen-anziehenden Kristallen. Aber was uns aktuell halt noch fehlt, sind ein paar Special-Moves. Ist alles ziemlich basic. Wobei ich sagen muss, so einen Harten mit einer Zipfelmütze und einem Schwert habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube, in einem Super Nintendo-Spiel. Der kleine Bunui. Ah, okay, da ging auch schon unsere erste Special Ability. Müsste dieser Zwirbel-Move sein. Oder ist das jetzt die generelle Phosonenmeisterschaft? Spiralklau, ja. Das müsste der erste Move sein. Wir können das Spiel direkt erstmal upgraden. Actually hat er jetzt Hase kein Schwert. Das ist wahr. Er konnte es nicht benutzen. Ich weiß halt nicht, ob es weggezaubert wurde oder... Ob er einfach nur nicht stark genug war, aber halt, ja, er konnte es natürlich nicht benutzen. Aber ich habe schon mal das Bild gesehen von Hasen Link aus A Link to the Past. Wie er quasi so Smash 64-Intro mäßig auf Cornelius zuspringt zum Kämpfen. Das war ein ziemlich cooles Fanart. Die Situation gab's schon mal. Stimmt, so kann man es auch sehen. Blonder Curl wird in die Hölle geworfen. Scheint wahrscheinlich irgendeine japanische Folklore zu sein. So, hier gibt es nichts weiter. Sehe schon, wir müssen uns nicht so sehr beeilen. Haben wir denn überhaupt gerne? Ja, wir haben eine Maulbeere. Theoretisch gesehen werden wir resettet. Also, man kann es so ein bisschen vergleichen. Wir sind jetzt natürlich wieder ein niedriges Level. Ja, super. Aber auch unsere Sachen, die wir bekommen, wir fangen wieder mit Maulbeeren an. Und so weiter. Deine Gier hat dich in die Hölle gebracht, deshalb bist du auch Merchant, ich verstehe. Guck mal die Karte her. Weißt du, was auch japanische Folklore ist? Tonupto. Ich check das mit der Copypasta immer noch nicht. Junge, das muss doch jetzt nicht sein. Okay, das Level ist aber ein bisschen größer.
als das erste Level von Gwendolyn. Ah, okay, okay, ich verstehe. Grüne Grütze. Ist nicht cool. Oh, ein Rübli. Gern gesehen. Was ich cool finde, ist, wir haben, glaube ich, früher Zugriff auf gewisse Araunen, die mit Gwendolyn erst später eingeführt wurden. Zum Beispiel Rüblis bekamen wir, glaube ich, erst am Winterhorn kam. Ach du meine Scheiße. Der Sensenschwinger. Können wir gleich mal den Move ausprobieren. Ich muss mal ausrüsten hier. Ich glaube, das ist ein guter Zeit-Special. Von daher. Wow, 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 wow. Der Move ist halt ein bisschen blöd, weil er im Gegensatz zum zu Gwendolins Speed-Speer, sage ich jetzt mal, muss man den so ein bisschen timen oder halt, man muss ihn ein bisschen führen. Man kann nicht einfach in eine Richtung lassen, man muss ihn ein bisschen steuern. Dass man sich quasi in den Gegner reinbohrt. Zack. Das ist keine Copypasta, das ist Scrapdown. Du hast nur irgendwie gesagt, dass das Tonuptu die neue Vaporeon Copypasta ist. Deshalb bin ich gerade verwirrt. Aber ja, natürlich, in Johto ist alles japanisch. Von daher macht es ja Sinn. Heia! Hey! Das, was ich meine, man kann sich halt an dem Gegner vorbei speeden, wenn man es missbaut. Cornelius ist stärker fokussiert, also sprich auf die Stärkeleiste oben links. Aber halt etwas komplexer als Gwendolyn. Würde ich mal behaupten. Etwas. Oh Gott! Ich lasse mich nicht verführen. Behaltet eure Tentakel bei euch. Oh mein Gott, er kann den Move. Kann er die Spin Attack chargen? Wie habe ich das gerade gemacht? Kann ich das bitte nochmal sehen? Aber es irgendwie so und dann nach oben? Nee. Wie ging denn das? Ah, mit runter. Okay, mit runter und Dings. Super Triple Charge. Und das ist cool. So, gehen wir erst nach oben oder erst nach unten? Ich glaube, es ist relativ egal. Dann gehe ich zuerst nach unten. Ui, das dauert aber ganz schön. Die Unterwelt. Spooky Ghost Time. Ja, wartet schon mal in der Unterwelt? Ich nicht. Will ich ehrlich gesagt auch nicht. Steht nicht auf meiner Bucketlist. Es gibt andere Orte, an denen ich lieber Urlaub machen möchte. Und ihr wisst, ich bin extrem ungern irgendwie auf Reisen. Ah, irgendwie? Die nerven gerade ein bisschen. Kommt her. Oh nein, ich wurde gejumpt. Oh, das war clever. Aber ja, guck mal, gerade kleine Gegner kann man damit ultra schlecht treffen eigentlich. Das ist kein Crowd-Control-Team Tool. Oder vielleicht doch. Man kann vielleicht Gegner damit zusammentreiben, etwas größere. Also grundsätzlich. Wahrscheinlich eher weniger geil zu benutzen. Mir fällt auch spontan kein Move ein, den ich gerne benutzen würde von ihm. Hi Nero, was geht ab? Sagen wir noch ein paar Fusionen. Vielleicht wollen wir. Oh nein, Kampf beginnen. Vielleicht kann man die ja so zusammentreiben. Ist natürlich blöd, wenn sich gerade schützen. Zack, 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 zack. Haben wir gerade drei auf einmal gekillt. Ich hoffe doch. Das war nicht schlecht. Was macht die Confession? Flup, 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 flup. Helikopterattacke, ratatatatatata. So, hier können wir ein bisschen was einpflanzen. Oh, ich sehe gerade, wir haben Kraftstein. Vielleicht sollte ich den mal ausrüsten, damit ich ein bisschen weniger Schaden nehme. Hab's noch immer noch angesprochen. Na, ist doch gut. Das ist doch dein gutes Recht, das anzusprechen. Und flupp. Und flupp. Bären, Bären, Bären. Sollten wir vielleicht benutzen, um mehr Leben zu bekommen. Das ist natürlich blöd, wenn man jetzt erstmal nichts hat.
Die Schimmersteins, die wir nicht brauchen, können wir auch zur Not später umkippen. Das ist nicht das Problem. Ansonsten, ich würde sogar ein paar von den Maulbeeren erstmal wegpacken. So viele werden wir nicht brauchen. Habt ihr eben nicht? Ah, okay. Unfortunately, I do not have a blade to cope with it. To cope with it? Sollen wir einen Glückstein nehmen? Ich denke nicht. Ich denke, wir schaffen das ohne. Auch wenn hier der Level 4 Sternekampf wahrscheinlich ein Miniboss auf uns wartet. Kampfzone. Wobei, wir sollten uns zumindest ein Antidote machen. Denn ich sehe gerade, wir kämpfen hier wieder in der Säure. Und das ist eigentlich Mist, weil... Wir könnten hier halt so... Wenn wir das Wasser irgendwie ungünstig berühren, können wir vergiftet werden. Deshalb lohnt es sich für den Bereich eigentlich immer... Antidotes parat zu haben. Jetzt zeig doch endlich dein wahres Gesicht. Gesicht. Eieiei. So muss das. Der Harte fliegt zum Mond. To the Moon. Ich will den Ara, okay. Wir machen erstaunlich viele A-Ränge hier. Nun gut. Die kleine Truhe will auch noch geholt werden. Ich könnte schwören, der Bereich ist reused und hier war eine Tür, die geschlossen war. Okay, da habe ich das probate Mittel für. Schimmerschein Level 2. Haben wir irgendwas Krasses? Schädel? Ne, eine Kiste, Kampfbeginn. Ein Wirbelwind. Noch mehr Knochen, die man später verarbeiten kann. Immer gern gesehen. Ich denke, wir machen später einen Schimmerschein zu einem Jongleur. Oder vielleicht auch alle, mal schauen. Wir brauchen ja, ehrlich gesagt, wir können auch die ganzen Schimmerscheins einfach quasi zu anderen Tränken konvertieren lassen. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Weil nach dem Level werden wir erstmal keine mehr gebrauchen. Zumindest fällt mir da jetzt nicht irgendwie ein anderes Level ein, wo man noch Licht gebrauchen kann. Ja, als Blendgranaten sind sie zu gebrauchen, aber da gibt es andere Optionen für. So, liegt ein bisschen Geld auf dem Boden, ein paar Knochen. Jetzt ungefähr wie viele? 6 schon, das ist doch schön. Können auch ein paar von den Mordbären theoretisch sind unwandeln. In der letzten Resting Area, würde ich sagen. Ein Glück kann man alles so schön canceln. Stark. Ta-ta-ta-ta-ta. Kann ich auch mal den hier machen? Jetzt. Batz, 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 bam! Ja, man muss ein bisschen mehr mit ihm committen, habe ich das Gefühl. Muss halt alles chargen. Je länger du chargst, desto länger macht er seinen Angriff. Das heißt, es muss alles ganz gut geplant sein. Aber trotzdem gehört dieser S-Rang jetzt mir. Den kann mir keiner mehr nehmen. So, theoretisch gesehen müsste hier irgendwo sogar noch ein Fusion, das man wahrscheinlich sein Miniboss-Zone. Okay, Leute. Das ist der. Das müsste der Boss sein. Der ein bisschen anfällig auf Drainage ist. Deshalb sollten wir uns eine machen. Und ich überlege gerade, wann wir die jetzt auf ihn schmeißen. Theoretisch gesehen schon, wenn er Sub beschwört. Machen wir es einfach mal. Machen wir einfach mal gucken, was passiert. Jetzt werden irgendwie alle Gegner, alle kleinen Gegner werden in Fusion verwandelt. Und davon haben wir dann was, irgendwie, keine Ahnung. Kann man mal machen bei dem. Habe ich in so einem Video gesehen. Vielleicht habe ich es auch falsch wiedergegeben, wenn ja, tut es mir leid. Ich will nicht, dass Fortnite aktualisiert wird. Ah! Nein, eigentlich ist es okay, dass es aktualisiert wird, aber trotzdem musste das jetzt da reinfluppen. Gott, wie peinlich wäre das, wenn das in einer Cutscene passiert wäre. Einfach, Fortnite wurde aktualisiert. So, leider habe ich nicht
genügend. Oder habe ich genügend? Samen theoretisch gesehen kriegen wir auf jeden Fall später noch welche. Dann könnte ich mir noch eine Drainage. Ich habe eine Drainage bekommen, als ob. Aber knapp. Ja, pack den Schimmerschein weg. Warten wir darauf, dass er ganz viele kleine Tierchen beschwert, was wahrscheinlich jetzt gleich der Fall sein wird. Und dann. Zack, jetzt beschwört er. Naja, das sind die falschen Gegner. Ich habe die nächsten Nintendo-Konsole kein Zeug runter, wenn man spielt. Ey, die PS5 kann es offensichtlich. Ich will nicht. Oh mein Gott, das sah ja widerlich aus. Der hat einfach geflasht. Der hat einfach seinen Mantel gehoben und mir sein Innerstes gezeigt. Wie ekelhaft. Ja, okay, schade. Jetzt haben wir die Drainage ganz umsonst aufgewertet. Aber keine Angst. Es gibt eventuell später noch einen anderen Boss, wo die ganz nützlich sein kann. Dauert aber wahrscheinlich noch einen Moment. Schutzring, ich soll was trinken. Dankeschön. Mein Gott, diese dämlichen Deckel. Ich kann grundsätzlich mit denen umgehen. Aber manchmal, wenn du nicht hinguckst, rutschen sie doch nochmal in die falsche Richtung. Ich hatte das heute mit einer Milchpackung. Ich wollte mir Milch eingießen. Und dieser dämliche Ring rutscht immer wieder nach unten, weil er irgendwie nicht fest war. Und die ganze Zeit über die Milch so komisch darüber gekippt. So, das hätte auch eine ziemliche Sauerei werden können. Hallo, kann ich bitte den letzten Fusionen-Shit haben? Sollen wir mal ein bisschen aufwerten hier, Fusionenmeisterschaft? Die Fusionenmeisterschaft, yeah! Ach komm, direkt nochmal, Angriff plus 2, Max Pipi ab. Sehr schön, sehr schön. Die restlichen können wir hier reinmachen, 62. Angriff plus 2, okay, okay. Bisschen Skillen hier, wir haben ja noch 2 Skillpunkte, die könnten wir auch noch benutzen für irgendwas Cooles. Beziehungsweise für flinke Füße. Schnelle Bewegung am Boden. Und ich denke mal, der Rest ist wahrscheinlich noch zu teuer. Ja, okay. Tatsächlich hat jeder Charakter andere Fähigkeiten, auch wenn sie sich teilweise ähneln. Also ich glaube, Charme und Gourmet hat jeder, aber unter anderem auf der linken Seite sind immer andere Fähigkeiten. Aber ich würde einfach mal behaupten, sie sind ähnlich angeordnet. So, hier ist der Boss. Das heißt, wir speichern einmal schnell. Nee, warte. Stopp. Wir brauchen uns einen geilen Jongleur. Dann schmeißen wir unseren ganzen Tünnef, den wir nicht mehr brauchen. Habe ich gerade einen anderen Antrag rausgeworfen? Ich hoffe nicht. Schimmerschein. Ich kann mir noch einen Zyklon upgraden. Ich habe halt nichts zu upgraden, das ist das Problem. Ich kann mir Illumini Level 2 machen. Wird auch nicht wichtig sein, was ist das für ein Furry-Emoji? Auch gerade gelesen, als ich Furry bin, nichts verstört. Kann aber auch verstehen, warum Nermis so drauf reagieren. Suslords, oh Gott. Genau, wo war ich? Ach ja, Puffy. Wollen wir was anderes? Zyklon? Heiltränke, Drainage. Okay, let's go. Warte, machen wir einen Brauchverfolgung. Heilt, wir haben eine Mango bekommen. Ja, obwohl, haben wir ja Shit bekommen. Aber dann haben wir Knochen eingetauscht. Von daher, guter Deal, guter Deal. What an odd blade. It is frighteningly sharp. It must be a magic sword. Indeed it is. A sword made from the jewels, selfishly stolen from here by the dwarves. Sinful bandits who have blundered into the netherworld while alive. Ask yourself how you came to hold that sword. If you wish for the Queen's compassion, be a dear and hand it over to me. I will give you a peaceful death. You are the Queen of the Netherworld? I am the Prince of Titania. I do not know why I am here,
I would like you to return me to the living world. Once you enter this land, you cannot be allowed to leave. Whoever you are is irrelevant. Your careless existence makes you want to leave. This is the land of the dead. Once you taste death, you will appreciate it. Oh, war klar, dass sie nicht mit sich verhandeln lässt. Ophelia, die Königin der Toten, AK! Gwendolyns Final Boss ist der erste Boss dieser Kampagne. Ist das nicht absolut funny? Ich finde das ziemlich funny. So, das heißt auch, dass sie deutlich weniger aushält und dass wir sie schneller tot kriegen. Ehrlich gesagt auch gar nicht so viel benutzen. Aber wiederum, whatever. Wirbelwind. Spamity, Spamity, Spamity. Todesdampf. Nett, nett, nett. Blöd nur, dass wir nicht rankommen. So, Dinge können nicht kaputt gehen. Oh Gott, sie hat eine Sense unter dem Rock. Sie hat eine Sense unter dem Rock. Heiß. Aber ja. Ich denke mal, das wird schnell Geschichte sein. Wollen wir ihre Medizin, die sie uns geschenkt hat, noch ein bisschen aufwerten? Was meint ihr? Dieses gegebene Geschenk. Machen wir es noch viel süßer und tödlicher. Und dann schieben wir sie rein. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Aber ja, ich empfehle bei diesem Side B quasi ein bisschen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dass ihr euch langsam versucht, in Position zu halten, als irgendwie den perfekten Winkel zu treffen. Danke, dass ihr mir Licht macht. Das ist sehr nett von euch. Es kann auch sein, dass der Angriff mit dem Dings relativ neu ist. Oder? Der Angriff mit der Sense, den kann ich jetzt nicht recallen. So, wollen wir doch nochmal die Renage schmeißen, dann wiederum? Nee, die sind doch schnell besiegt hier. Ich weiß auch nicht, ob die so viel mehr Personen geben. Ich glaube, Renage ist im Endeffekt ein Zauber, der irgendwie auf AOE Leben aussaugt. Und je mehr Leben der saugt, desto mehr Personen spawnen, schätze ich. Das heißt, je mehr HP-Sponges auf Screen sind, desto besser. Oh, oder ging sie down? Serve that man are always searching for trespassers. They will capture you. You may wail in futility, but I must inform you. Those who are placed in the netherworld while alive are sinners facing my judgment. Such people never find peace. Even after death. They are destined to be torn apart by ghosts and shall forever wander the land. You will join them. But I was not sent here. I have not sinned or committed any crime. I merely woke up and found myself here. Queen of the Netherworld, I shall go. Allow me to prove to you that this is some mistake. Your short life is a dream. Death shall awaken you. Your sword has prolonged it. Your soul shall never rest. The puka shall stay afloat with a candle and light the way across the desolation. Prepare yourself. So I have escaped the Netherworld. But as the Queen had warned, I soon became a prisoner of the Demon Lord. Yikes.
Wir sind entkommen, aber was hat es gekostet? Ein Personenprisma, was bekommen wir? Donnerkeil. Ich glaube, das war ein Spark-Geschoss. Ja, okay, das ist ein cooles Geschoss, kostet leider MP-Punkte. Deshalb direkt mal upgraden. Tatsächlich haben wir es in einer halben Stunde hinbekommen, das hier komplett durchzusehen. Dann würde ich sagen, das war Odins 4 für heute. Cornelius Auftakt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann und tschüssi.